Was geht, ihr Verrückten? Wir haben euch vermisst, ihr uns hoffentlich auch. Nein. Wie schön, das zu hören. Warte, hat er gerade Nein gesagt? Rein mit dem in die Maschine des Todes! Apropos Schwache. Frauen sollen angeblich schwächer sein als Männer. Die Natur hat es so entschieden. Die Natur ist meiner Meinung nach wie Gamer auf YouTube. Sie verarscht uns. Und hier ist ein eindeutiger Videobeweis dafür. Das muss wehgetan haben. Das letzte Mal wurde ich von meiner Oma so verprügelt. Zum Glück hat sie mir davor nicht ihre Zunge in den Mund gesteckt. Mal ganz ehrlich, wer ist schon heiß darauf, mit einer weiblichen Version von Danny DeVito rumzumachen? Wie redest du eigentlich über deine Oma? Das gehört sich nicht. Genauso wie es sich nicht gehört, über Mexikaner zu lachen. Nur weil sie überdimensionale Hüte tragen. Salsa! Haha! Ich weiß, das war nicht cool. Das war aber auch der Grund, warum sie mich geschlagen hat. Okay, genug gelabert. Wir wissen alle ganz genau, was wir gerade gesehen haben. Paris Hilton hat ein Sextape. Kim Kardashian hat ein Sextape. Rihanna hat ein Sextape. Christoph Krachten hat ein Sextape. Und Justin Bieber wollte natürlich auch nicht aus der Reihe tanzen. Aber irgendwas ist bei den Aufnahmen schiefgelaufen. Das erfahren wir natürlich erst, wenn wir verstehen, was er da sagt. Wir haben es für euch mit Hilfe von nicht für jeden zugänglichen Mitteln nachgeforscht. Oh, und Google Translate hat Folgendes rausgespuckt. Warte, ich muss dir was sagen. Was denn? Hör auf. Ich stehe auf große, dicke Schwänze. Oh, das war ein Fehler. Was mich schon immer interessiert hat, was macht eigentlich der Weihnachtsmann im Sommer? Vielleicht sammelt er ja Kräfte fürs nächste Weihnachten, weil es doch ein bisschen irgendwo so schwierig war, über 1 Milliarde Kinder an einem Abend glücklich zu machen. Klingt ja fast nach... Oder vielleicht ist er damit beschäftigt, neue Geschenke zu besorgen. Besorgen. Man hätte das natürlich nie erfahren, wenn dieses Video nicht aufgetaucht wäre. Okay, abgesehen von seinem freshen sommerlichen Haarschnitt und seinem übermotivierten Kumpel im Hintergrund, hat dieses Video noch eine überraschende Wendung. Ist das etwa Dr. Evil aus Austin Powers? Wenn ja, dann... Wo bleibt seine Katze? Ich würde mal schätzen, wenn es die Katze von Dr. Evil ist, dann ist sie intelligent. Und wenn sie intelligent ist, dann verfolgt sie wahrscheinlich das Ganze per Skype. Das ist irgendwie voll verstörend. Das ist genial! Was gibt es Besseres als richtig schlechte Werbung? Richtig schlechte Werbung von IKEA!
Was zeigt uns diese Werbung? Diese Werbung zeigt uns ein fröhliches, mit einem Dildo spielendes Kind und am Ende kommt noch ein unnötiger Spruch. Aufräumen, weil nicht für sich selbst, dann wenigstens für die anderen. Ist ja alles schön und gut, aber was macht ein Dildo in einem Kinderzimmer? Damit das Kind es dort finden kann, muss es ja jemand davor liegen lassen haben. Wer spielt denn mit einem Dildo im Zimmer seine Kinder? Wie krank ist das denn? Das war ich! Und dieser Motherfucker hat zugeschaut! Na gut, Leute, das war genug kranke Scheiße für heute. Vielen Dank fürs Anschauen und unsere Videofrage für heute lautet: Was haben Julians Blog und Justin Bieber gemeinsam außer den Anfangsbuchstaben JB? Viel Spaß! Der Bär Show.